Der Wiesbadener Sternschnuppenmarkt kurz vor der Eröffnung. Der Engel schwebt schon in Warteposition, der Schlossplatz ist gut gefüllt und die Absperrungen sorgen dafür, dass niemand mehr zur Bühne kommt. Moment, Absperrungen? Zum Glück handelt es sich hierbei nur um eine Sicherheitsmaßnahme während der Eröffnungsfeier. Mehr als 5000 Menschen stellen auf dem Schlossplatz ein Sicherheitsrisiko dar, das die Veranstalter dieses Jahr nicht eingehen wollten. Ja, ich habe da bedingt Verständnis dafür. Aber wenn man hier vorne reinguckt, ist es ja noch nicht so voll. Und ich denke, ich weiß nicht, was das soll. Ja. Da ich aus Köln komme, da ist ein großes Gedränge und dann macht es keinen Spaß. Das macht für keinen Spaß. Und so findet die Eröffnung unter teilweisem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sicherheit geht vor. Glühwein, Kunsthandwerk, gebrannte Mandeln. Der Sternschnuppenmarkt ist ein Spaß für Groß und Klein. Eis in die Wurst. Ich vermisse das Feuerwerk. Das war immer das Schönste am Eröffnungstag. Naja, das Feuerwerk musste dieses Jahr leider auch ausfallen, ebenfalls aus Sicherheitsgründen. Doch noch ein paar Glühwein oder Fahrten im Karussell ist die Trauer darüber sicher schnell verflogen.